Hey Leute, ich grüße euch zu Digimon World. So, im letzten Part haben wir ziemlich auf die Fresse bekommen von so einem coolen kleinen Vieh, was keine so kennt. Und daraus schließen wir ganz schnell erstmal zurück. Und erstmal was futtern, ne? Ja, Hüftsteak haben wir so ein Stück hier angeholt. Gönnen wir mal ein fettes Hüftsteak. Lass ich das schmecken. Schön. Gut, auf jeden Fall zurück in die Stadt, denn unser Life ist sehr gering. Und wir haben ja im letzten Part aber es auch geschafft, ein neues Digimon in die Stadt zu holen. Den guten alten Zentarumon. Können wir uns mal informieren, was der so genau treibt? Ja. Ja. Und was haben wir dieses Mal vor? Gute Frage. Gute Frage. Wenn ich so gucke, Tag 3, Alter 2, wir sollten den nächsten Tag erreichen. An dem Tag sollte sich eigentlich unser Monmon digitieren. Oder Tag. Ja, ich glaube Tag 3. Ja, ich glaube, da sollte es digitieren. Gut. So, und jetzt sehen wir erstmal direkt, was Zentarumon gerissen hat. Ja, er hat eine Krankenstation erstellt. Center Klinik. Ja, was können wir in der Center Klinik machen? Sehen wir jetzt einfach mal. Zentarumon, hallo Randy. Stell dir vor, ich habe jetzt eine Klinik. Ich heile Krankheiten und Verletzungen. Und zwar nicht umsonst, aber es kostet nicht viel. Dein Digimon fehlt nichts. Was kann ich für dich tun? Behandle seine Müdigkeit, ich brauche Medizin, nichts, danke. Behandle seine Müdigkeit, Monmon geht's prima, achte auf seine Müdigkeit. So, hier können wir jetzt auch einmal übernachten. Und ja, haben wir jetzt gemacht. Monmon ist halbwegs wieder fit. So halbwegs. Ich weiß gar nicht, das andere Digimon ist auch noch da, wo wir auch übernachten können. Hat meistens einen kürzeren Weg daher. Ja. Können wir auch eher dahin gehen. Hi, wir brauchen neue Heildists. Wenn wir schon mal hier sind, kleine Heildists. Zu 10. Danke. Bis später. Komm bald, Bonus. Werden wir auf jeden Fall. Denn so wie der letzte Kampf aus King brauchen wir. Brauchen wir Heildists. Ganz viele. So, wir wollten noch mit Gigimon sprechen, denn Gigimon hat uns bestimmt einiges zu erzählen. Wobei eigentlich recht wenig, würde ich mal behaupten. Zentarumon ist hergekommen, es will eine Klinik einrichten. Jetzt können wir Verletzungen und Krankheiten geheilt werden. Ja, und unser Wohlstand erreicht 7. Ich müsste aber eigentlich aufpassen, dass ich ihn anspreche. Ich bin nicht mehr ganz genau sicher. Ich glaube, so ab 20 Punkten werden wir dann eine Überraschung erleben. Grünes Trainingscamp, ja. So, nachdem wir mal geschlafen haben. Machen wir nochmal ein bisschen Hackentraining. Ja, wir versuchen jetzt den Tag dort rumzubekommen. Dass du auf Toilette musst. Einen Tag haben wir zu viel rumbekommen mit einmal Training, denn wir müssten auf jeden Fall den nächsten Tag erreichen und hoffen, dass Monmon sich so schnell wie möglich digitiert. Denn es ist eigentlich der ist noch da. Kennst du die Riesenschlucht? Gerüchten zufolge gibt es dort eine unsichtbare Brücke. Ja, danke. Darum sind wir eigentlich auch zur Riesenschlucht gegangen. Denn jetzt wissen wir, da wo wir fast runtergefallen sind im letzten Part, gibt es eine unsichtbare Brücke, über die wir laufen können. Die wir bald irgendwann mal überqueren. Wann genau, ist noch nicht sicher. Aber wir haben jetzt diese Information und können darüber. So. Du hast Hunger. Natürlich hast du Hunger. Bist du auch müde? Nein, bist du nicht.
Das ist ärgerlich. Dann hier gönnen wir erstmal einen Hüftsack. Und das freut mich. Ja, das freut mich natürlich. Sehr schön. Leider ist er nicht müde. Das ärgert mich jetzt gerade. Ich habe gehofft, dass es nach dem Training eher müde ist. Also bestreiten einfach nochmal einen Kampf. Wir hatten ja immerhin uns einmal hingelegt. Das heißt, eigentlich müsste unser Life hier wieder. Unsere MP wieder ganz gut sein. Ja, auf jeden Fall. Unsere kleinen Fischer hier, die können ja eigentlich nichts ausrichten gegen unser unfassbar starkes Mon-Mon. Und diesen Angriff, den er gerade vorbereitet hat, ich glaube, der bereitet mir viel mit Damage. Obwohl ich gerade sehr froh bin, dass er nicht getroffen hat. Danke. Sehr schön. Da freuen wir uns. Mit 100 Gold, 100 Bit. Wie habe ich das letzte Mal da 1000 Bit gelesen? Aber auf jeden Fall ein Irrtum dann. So, mein Digimon ist nur müde. Schön. Ruhen. Da ruhen wir einmal. Schlafen. Erste Aufgabe, die wir erledigen, uns neues Fleisch besorgen. Ganz wichtig. Wobei wir sind. Ja, ne, komm. Erstmal das Fleisch. Erstmal das Fleisch. Ganz wichtig. Und immer noch. Was? Ich will überlegen, was wir eigentlich jetzt mit Argo noch machen können. Denn da gibt es wirklich nicht viel. Oh. Schade. 56 bekommen? Ja, habe ich. Schön. Freut mich. Danke. Wir könnten mal unsere Tasche ein bisschen leeren, denn da haben wir wirklich viel drin. Denn mehr Platz haben wir nicht. Wir verkaufen die MP-Dis, die größere, und kaufen uns damit kleinere. Damit machen wir uns auf jeden Fall ein bisschen Platz. Und Fleisch verkaufen wir auch. Also das gammelige Fleisch, das brauchen wir eigentlich eher weniger. Also die hier verkaufen wir. Und die hier verkaufen wir auch. Weil wir arbeiten erstmal mit den kleinen noch, weil wir nicht so viel Geld haben. Kaufen. Davon kaufen wir uns dann noch 3. Und dann haben wir davon 5, ne? 11 kleine Haldist. Das sollte auf jeden Fall reichen. Bonus. Wir ordnen erstmal wieder unseren schönen Kram hier auf Kampf und begeben uns gute Frage, wohin begeben wir uns denn? Wir geben uns erstmal Pilze sammeln, genau. Pilze sammeln ist gut. Wir begeben uns in den Bohrtunnel, genau. Komm, wir gehen mal in den Bohrtunnel. Wobei, ja, ich weiß gar nicht, ob wir dieses Ticket mal wirklich gepackt haben jetzt schon. Straße durch Steinschlag dicht. Ja, hier kommen wir leider noch nicht durch. Aber der Drilltunnel, wie wir da auf diesem Bild lesen konnten, Eingang zum Bohrtunnel. Bordtunnel. Fabelhaft. Gut, im Bordtunnel gibt es, soweit ich weiß, keine Toilette. Das heißt, müssen wir echt aufpassen, dass wir hier auch rechtzeitig wieder rauskommen. So, zuerst einmal kämpfe gegen diesen Freund hier, Goborimon. Du musst fremd hier sein. Denn, wenn wir Glück haben, lernen wir vielleicht einen neuen Angriff. Was ich gar nicht so verkehrt finde. Und diese Goborimon sind auf jeden Fall schwächer hier. Wobei 6 und Life ist immer noch eine Nummer für sich, ne? Digi-Vertrauen! Schön! Wir sehen nicht viel. Auf jeden Fall, den können wir hier drin
Eigentlich müssen wir wirklich darauf immer noch warten, dass unser Mon sich digitiert. Ich glaube vorher. Ich meine, wir haben ein paar kleine Heildists. Da kam die dicke Lippe. Wir sind die dicke Lippe, macht nicht wirklich viel Schaden. Warum wirklich am Anfang Garurumon zu nehmen? Keine. Oh. 400 Damage, schön. Diesen Angriff könnten wir lernen. Kostet leider auch extrem viel MP, aber 400 Damage sind 400 Damage. So, Agumon, hast du diesen Angriff gelernt? Vielleicht, das würde... Wir haben dicke Lippe gelernt. Okay. Ich freute mich gerade schon, dass wir was gelernt haben, aber was waren denn die dicke Lippe? Schade. Wir dann gönnen dir erstmal ein Hüftsteak. So, im Smiley sehen wir gerade, dass Agumon sich hier sehr wohl fühlt. Das ist sein Gebiet, da fühlt sich stark. Wir sind hier in Bordtunnel 1 umgehen. Ja. Und Leute, ach komm. Wir versuchen es jetzt. Normalerweise ist das jetzt so ein Kampf, den ich nicht so gerne eigentlich mit einem Rookie-Digimon anfange, aber. Auf jeden Fall erstmal eine kleine Heilstier gönn dir, Agumon. Du willst nicht? Das ist eigentlich gerade ganz gut, da könnte ich tadeln. Wenn es öfter der Fall ist, Agumon, dann kriegen wir. Wobei der Tadelwert schon auf dem positiven Bereich ist. Aber wir bekommen ihn noch höher, das freut mich. Danke, Agumon. Diesen Trick hat ich ja, glaube ich, im ersten Part auch schon mal gezeigt. Wenn du etwas nicht fressen will, einfach tadeln, dann geht die Disziplin extrem weit hoch und das Glück. Na schade, jetzt frisst das aber. Okay, egal. Jetzt versuchen wir uns gegen dieses Digimon. Digi-Tri-Tri-Meo-Gemon. Es ist heiß, tu was. Was ist denn los? Es ist so heiß, ich halte es nicht aus. Ja, es ist ein heißer Negativ von uns an, ganz ehrlich. Aber wenn wir warm ist, hätte ich wohl keinen Bock zu kämpfen. Freund. So. 1000 Life. Statt der Vorteil, den wir hier in diesem Kampf besitzen, ist unsere Geschwindigkeit. Dass Argumon, unser Monmon, mit Vollspeier schneller ist, als er mit seinen ultra krassen Angriffen. Okay, dicke Lippe, er macht extrem wenig Schaden. Dicke Lippe ist auch schnell, aber die Reichweite ist natürlich nicht so toll wie bei Feuerspeier. Und den Kampf gewinnen wir eigentlich, gewinnen wir doch ganz easy. Also irgendwie hatte ich den Gegner hier Härtenerung, aber den finde ich eigentlich jetzt gerade auch leichter als Kunemon. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wir vertrauen unseren Argument einfach mal und dann haben wir doch noch was wirklich sehr Bewegendes in diesem Park geschafft. Jetzt lasst ihr mich vorführen, jetzt mein Fälsch. Okay, wir kriegen gleich wieder Finish zusammen und dann ist es vorbei. Okay, noch 200 Life. Komm, jetzt hier. Was ist ernst? Ja, bam. Und direkt Pfeffer und Salz hinterher. Wir streuen Pfeffer und Salz in die Wunde und dann so hinüber. Schön. Lief. Richtig gut, hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Aber okay, unser Monmon ist stärker als erwartet. Ich überlege, wie wir das letzte Mal von so einem random Digimon auf die Fresse bekommen haben. Aber okay, gut. Die Hitze hat mich ganz irre gemacht. Ich weiß ja, dass es heiß ist, aber so schlimm. Es wird heißer, je weiter wir graben. Der Tunnel liegt in einem Vulkan. Aber das kann nicht der einzige Grund sein. Vielleicht ist in der Nähe ein Feuer. Ich habe keine Wahl. Ich muss die Hitze ertragen und weitergraben. Ja. Ich sehe mich mal um. Es wäre so schön, wenn der Tunnel durchging. Du bist aber nett. Ich beeile mich und grab den Tunnel weiter. Danke. Was tut der? Er bleibt da einfach stehen.
nein, nein. Warum? Das könnte jetzt zu ein Fehlverhalten von Argon kommen. Die nächste Hütte ist nicht so nah, leider. Aber der Kampf, ich weiß nicht, wie lange der Kampf Zeit in Anspruch nimmt. Ich hoffe, dass wir es schaffen zur Toilette. Ja, Argon. Beruhig dich, beruhig dich. Du schaffst das, du schaffst das. Komm schon. Argon, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Okay. Okay, okay. Ganz einfach, ganz einfach. Oh nein, oh, ist da noch eins runter? Nein, ich schaffe den schon da. Nein, nein, nein. Okay, Argon. Beruhig dich. Beruhig dich, Argon. Mann, Mann. Unterdrück es! Unterdrück es! Um Gottes Willen, danke! Wir haben es geschafft! Kann einen Abseilen nehmen. So. Als nächstes gehen wir wieder in diesen Tunnel. Ja. Ich kann euch sagen, später ist es angenehmer. Da gibt es das Camping-WC und man muss nicht jedes Mal zur Toilette flüchten und rennen. Wie der letzte Depp. Camping-WC, super Sache. Das Pokémon, genau. Das Digimon frisst das Camping-WC und muss nicht mehr kacken. Eine glorreiche Erfindung. Ihr esst was und ihr müsst nicht mehr auf Toilette. Ja. Wieso das noch niemand erfunden hat, oder? Aber wir gucken uns weiter den Bordtunnel an. Denn hier gibt es noch zwei weitere Abzweigungen. Und hier gibt es drei Gegner, gegen die wir auf jeden Fall nicht kämpfen können. So, unten die Abzweigung, die bringt uns noch gar nichts, wirklich gar nichts, gar nichts. Da werden wir sehr spät im Spielverlauf irgendwann erstmal was machen. Aber in diese Richtung hier bringt uns schon was näher. Hier sehen wir einen gigantischen Schutthaufen. Der Tunnel ist noch nicht geöffnet. Bitte geh aus dem Weg. Entschuldigen, wann wird der Tunnel denn fertig? Keine Ahnung, aber es dauert noch ein Weilchen. Das ist zu lang. Können wir nicht anpacken? Willst du uns den Spaß verderben? Naja, du könntest Geröll wegräumen. Wo liegt der denn? Der liegt da. Da liegt ganz viel Geröll. Geröll bringt uns jetzt Geld und ein bisschen Training. Warum wir das auch jetzt machen? Also wir machen das nicht. Wir haben unser Team und was das tut, ja? Hallo? Als ob unser Protagonist hier irgendwas machen würde. Also... ganz ehrlich, eigentlich läuft der immer nur hin und her und ja. Oh, 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 nein, nein, nicht ansprechen. Danke. So, unsere Aufgabe ist es, diesen Schrott nach draußen zu bringen. Was eigentlich, das ist so genial, ne? Also auf jeden Fall, dieses Spiel macht wirklich so viel toll. Es ist einfach so toll. Ich meine, diese Elemente, die hier einfach eingebaut werden. Ich kenne kein gleichartiges... gleichartiges Spiel, was dieses Prinzip von diesen Tamagotchis da eigentlich hat, dass wir unseren Digimon so aufziehen und ja, es sich entwickelt und was ich noch gar nicht erwähnt habe, unser Digimon stirbt auch, also unser Digimon kann sterben, es hat drei Leben, im Kampf dreimal sterben, es ist tot, aber unser Digimon stirbt auch an Altersschwäche. Ja, wenn es zu alt wird, stirbt es leider auch. Danke für deine Hilfe, hier ist dein Lohn. 500 Bit, 500 LP, Angriff, Abwehr, schön. Wie gesagt, unser Digimon kann eben später auch sterben. Also kann nicht nur sterben, es wird sterben, auf jeden Fall. Was natürlich sehr traurig war damals, als man es zum ersten Mal gespielt hat, als man klein war und man dachte sich nur so, oh mein Gott, was passiert da? Ist ein sehr traumatisches Erlebnis, wenn das Digimon erstmal stirbt. Werdet ihr aber auch noch mitbekommen, wenn das passiert. Und ja, dieses Aufziehen eines Digimons und da so viel Training investieren und dann versuchen, alle möglichen Varianten des Digimons zu bekommen, ist unglaublich. Und wie ihr lest, ich spiele auf 100%, diese 100% basieren aber nur auf die Stadt vollständig zu bekommen. Also ich versuche jetzt nicht jedes Digimon selbst zu besitzen, also jedes Digitation. Und... genauso wie die Angriffe, die versuche ich auch nicht alle zu erlernen, das dauert viel zu lange, also bis wir das alles hätten. Oder Medaillen, man kann Medaillen, glaube ich, gewinnen und Karten, die alle wirklich zusammen, da sitzen wir wirklich extrem lang drin. Und da sieht man alte Spiele, die bauen auf sowas
um da wirklich viel Zeit noch rein zu investieren in solche Spiele. Und ja, ich habe damals wirklich viele Stunden an diesem Spiel gesessen und war dann enorm enttäuscht, dass man im Buch, in der Anleitung, was heutzutage bei Spielen schon gibt, so Anleitung, das ist so ein Stück Papier, wo ein bisschen vom Spiel drin steht, da stand Maschinenstadt. Und keiner von meinen Freunden oder ich selbst haben es geschafft, in diese Maschinenstadt zu kommen. Und wir fragen uns immer nur so, hä, sie steht da drin, wie kommt wieder rein? Bis irgendwann das glorreiche Internet uns sagte, es geht nicht. Denn damals gab es so nicht wirklich so Internetrecherchen, ja. Auf jeden Fall, damals, der Bug hat das versaut, man konnte nicht in diese Maschinenstadt, eine enorme Frechheit. Denn es wird in der Anleitung angezeigt, eine Maschinenstadt, in die man nicht kam. Natürlich hat man sich einfach nur gewundert, warum man denn nicht hinkommt. Ja, so war das damals. Und gut, was machen wir denn jetzt noch? Unser Digimon wird vermutlich ein bisschen müde sein von diesen zwei harten Arbeiten. Doch. Also ruhen wir uns einmal aus, hoffen, dass es sich vielleicht dabei in digitiert, ja. Das heißt digitiert, nicht entwickelt. Ich gehe eher weniger davon aus, aber wir können es versuchen. Und einmal schlafen. Danke. Digimons Haus. Und unser Digimon hat einfach nur Hunger. Gut, dann gehen wir noch was zu fressen. Sehr schön, ein Hüftsteak. Gut, Leute, und ich werde dann jetzt speichern und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao.